بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Und wer nennt sich Wahhabit? Keiner nennt sich Wahhabit. Es werden Menschen Wahhabiten genannt. Kennt jemand irgendjemanden, der sich Wahhabit nennt? Kennt jemand einen? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich selber Wahhabit nennt. Kennt jemand jemanden? Nee, nicht etwas anderes, nur auf die Frage antworten, ob jemand jemanden kennt, der sagt, ich bin ein Wahhabit oder meine Gruppe heißt Wahhabiyun. Aber die Wahhabiten sollen das ja auch verleugnen, dass sie Wahhabiten sind. Ne? Ja, aber das ist ja totaler Quatsch. Die Wahhabiten verleugnen, dass sie Wahhabiten werden. Wahhabiten oder die sogenannten Wahhabiten werden Wahhabiten genannt. Hat ja nichts mit Verleugnen zu tun. Wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht evangelisch, doch, du bist evangelisch. Ja, wer hat mir denn den Namen evangelisch dann gegeben? Verstehst du, der Name ist ja von anderen gegeben worden. Deswegen, wenn jemand sich diesen Namen nicht selber gibt und jemand anders nennt ihn so, dann sagt er, ich nenne mich nicht Wahhabit. Das heißt, es gibt keinen, der sich Wahhabi nennt. So jetzt, guck mal, was die hier schreiben. Guck mal. وهذا رد صريح على المشبهة مجسمة عداء السلفية الذين يسمون أنفسهم الوهابية. Habt ihr sowas schon mal gehört? وهذا رد صريح على المشبهة المجسمة إدعيا السلفية الذين يسمون أنفسهم الوهابية. Wer nennt sich selber Wahhabia? Gibt es nicht. Also dies ist ein deutliche Widerlegung der Mushabbiha, die Allah mit seiner Schöpfung gleichsetzen und Mujassima und zum Körper machen, die sich Salafia nennen, behaupten Salafia zu sein, ja, alladhina yusammuna anfusahum al-wahhabiyya, die sich selber Wahhabiten nennen. Es gibt gar keinen, der sich Wahhabit nennt. Das heißt, die versuchen die Leute für doof zu verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Brauchst du nur kurz zu lesen, du findest sofort eine Lüge. Du findest sofort eine Lüge. Bei mir haben sie jetzt Plakate gemacht gegen mich. Die deutsche Polizei nimmt sich die Sachen und geht mit diesen Flyern in die Moschee und sagen, ja, gucken Sie mal, was hier über Pierre Vogel, was halten Sie denn von Pierre Vogel? Du musst dir vorstellen, diese Leute helfen der Polizei, gegen uns zu arbeiten. Kannst du dir vorstellen? Ja. Was sind das für Munafikun, subhanallah? Der Prophet sallallahu wird im Internet beleidigt als Kinderschänder, als Frauenweiberheld, als Kriegsführer. Der Koran, es werden gesagt, es gäbe Widersprüche im Koran. Die Rolle der Frau wird diskutiert. Dies, das, das. Tausend Vorwürfe gegen den Islam von Nichtmuslimen. Diese Leute, kein Ton dagegen. Kein Ton. Alhamdulillah, mit der Hilfe von Allah, wir haben Videos gemacht gegen alle Vorwürfe gegen Islam. Widersprüche im Koran, Kinderschänder, Frauenheld, dies, das. Und wer wird angegriffen von denen? Derjenige, der diese Widersprüche, diese Punkte widerlegt. Guck mal, da stimmt doch irgendwas nicht in der Akida, oder? Da kann doch irgendwas nicht, jetzt ich frage euch, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Es kann doch nicht sein, dass jemand den Islam verteidigt, und die Leute, die sich selber Muslime nennen, die greifen nicht die Kuffar an, die den Islam durch den Dreck ziehen, sondern greifen denjenigen an, der den Islam verteidigt. Das stimmt doch was nicht, oder? Da ist doch irgendwas nicht ganz richtig. So. Und das sind auch dieselben, die behaupten, du musst einem Madhab folgen. Und das sind ihre Argumente. So. Erstens, wir sagen erstmal nicht, dass man keinem Madhab folgen darf. Das ist Punkt 1. Weil es etwas wichtig ist, ob es eine Pflicht oder es ist Haram. Verstehst du? Sondern wir sagen, für denjenigen, der kein Wissen hat von der Religion, der nicht weiß, wie er etwas ableitet von Koran und Sunna, für ihn ist es zu empfehlen, sich auf einen Gelehrten zu verlassen, der großes Wissen hat. Und da bieten sich diese vier Madhahib an.
Aber jetzt sagen wir, in Koran und der Sunna gibt es keinen einzigen Beweis, der dazu auffordert, einer einzelnen Person zu folgen, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinen einzigen Beweis, einem Menschen zu folgen als Individuum, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man sagt als Pflicht, wenn man sagt Pflicht, wenn du sagst Pflicht, das heißt, du begehst eine Sünde, wenn du es nicht tust. Du begehst eine Sünde. Jetzt, die nächste Sache ist, es gibt keinen Beweis, einer Gruppe zu folgen, außer der Gruppe der Sahaba und der Salaf. Kein Beweis, findest du im Koran und Sunnah. Dann sagen wir, wie kommt ihr jetzt darauf, dass das Pflicht ist? Wir sagen nicht, du sollst nicht die Bücher der Madhab lesen. Wir sagen nicht, du kannst nicht in bestimmten Dingen einem Madhab folgen, einem einzelnen Madhab folgen. Das ist für manche Leute sogar zu empfehlen, meiner Meinung nach. Aber zu sagen, das ist eine Pflicht. Ach, du machst etwas halal und haram, was Allah nicht halal und haram gemacht hat. Verstehst du? Du sagst, etwas ist halal und haram. Du sagst, es ist haram. Wenn du einem Madhab nicht folgst, du hast keinen Beweis aus Koran und Sunna dafür. Das ist gefährlich. Das kann bis zum Kuffer führen. Ja, natürlich. Weil du sagst, das ist haram, wenn du das nicht machst. Wer etwas haram macht, was Allah nicht haram gemacht hat, der ist Schare neben Allah. Der ist jemand, der einen Scharia neben Allah aufstellt. Subhanallah, das ist sehr gefährlich. Wir sagen jetzt nicht, dass diese Leute Kuffar sind. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Für uns sind viele davon Juhal und einfach nur, keine Ahnung. Aber jetzt, die erste... Und jetzt, sie kommen mit einem Beweis aus Koran. Und was haben wir eben gesagt? Es ist immer so, dass wenn sie mit Beweisen aus Koran und Sunna kommen, was ist das? Entweder da'if oder hat gar nichts mit der Sache zu tun. Aber wenn du mich Wahhabit nennst, weil ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folge und weil mir das Folgen des Propheten lieber ist, als das Folgen von irgendeinem Menschen, dann kannst du mich gerne Wahhabit nennen, kein Problem. Ich wiederhole, ich nenne mich nicht Wahhabit. Aber wenn du mich Wahhabit nennst, weil ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folge und weil mir das Folgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam lieber ist als das Folgen von irgendeinem Menschen, egal ob Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, dann kannst du mich gerne Wahhabit nennen. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.